Meins. Hey, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Grounded. Heute vollzählig mit Isa, Deo, Akarin und mir. Was? Hallöle. Hallöle. So, es gab ein Update und ich bin, glaube ich, mit der Einzige, der nicht weiß, was drin vorkommt. Das stimmt. Habe ich so das Gefühl. Es heißt nämlich, wir müssen irgendwo ganz Besonderes hingehen und ich habe keine Ahnung. Achso, ab durch die App. Was brauche ich? Muss ich was mitnehmen? Ja. Eine Gasmaske? Das nicht. Eine Fackel? Ich glaube nicht, aber ich würde sagen, ein Fallschirmsprung-Ding? Im Notfall schon. Bevor du zu... Okay, das will ich jetzt nicht vorspoilern. Brauche ich... Heilzeug? Immer. Ich würde schon sagen... Okay, ich habe alles mit, was ich brauche, glaube ich. Keine Gasmaske. Ich hätte keine Gasmaske. Wer will verdorbenes Fleisch? Aber Shen, darf ich jetzt das bauen, was ich vorhin schon bauen wollte? Was willst du? Also es gab, wir müssen mal sagen, es gab ja ein Update. Wir haben keine, also ich habe keine Ahnung, was es gibt. Die anderen wissen halt schon, was es gibt. Und jetzt will Deo direkt irgendwas bauen. Ach, so ein Spinnrad, ne? Ja, es ist was Besonderes. Und das dauert 500 Jahre, kann ich sagen. Warum ist das was Besonderes? Ameisenbrocken? Was? Was? Es gab übrigens auch eine deutsche Übersetzung jetzt mittlerweile. Wir haben ganz lustige Namen. Ich bin ganz begeistert. Ameisenbrocken. Es wird besonders. Vertrau mir. Marienkäferbrocken. Spinnenfang. Larvenstachel. Ah, jetzt können wir gucken, was das Rote ist. Milben. Das Rote sind Milben. Milben. Okay. Milbenpelz. Es sollen Milben sein. Alles klar. Ach, und ja. die komischen grünen Dinger, das sind Läuse. Ach. Und okay. Die Würmer, das sind Maden. Rüsselkäfer. Rüssel. Ah. Okay. Das ist ein Rüsselkäfer, das wusste ich aber vorher. Dafür bräuchte ich keine deutsche Übersetzung. Nee, Baumwanzenbrocken. Ach, das sind Baumwanzen. Okay. Also ganz lustige Namen. I guess I thought I did. Aber wir haben wenigstens noch dieselben Sachen. Die hast du sogar fertig gebaut. Was ist mit dir? Was machst du daraus? Brauch 100 Jahre. Ja. Und was macht das? Du brauchst, glaube ich, 3 oder so, um gerade mal 1 zu bauen, okay? Ja, und jetzt, was macht das? Da steht nur Spinnen dran. Ja, es ist eine Spinne. Das, sobald... Ich will noch nicht, nämlich Shin was bauen. Ah, okay, ich kapiere schon. Ich habe schon kapiert. Wir können Gummi machen. Ah, nein, das heißt Gummi. Lang. Das heißt jetzt nur Gummi. Okay, lass schnell zur Hecke. Nein, ich gucke jetzt erst hier. Schleimpilz. Was? Schleimpilzfackel? Pfeil? Okay. Lockpfeil. Es gibt Lockpfeile? Ja. Stinkpfeile? Stinkpfeile. Klebeinschienen. Das ist Klebein. Die Federpfeilen. Oh, das stimmt. Dafür braucht man auch dieses bestimmte Item. Was für ein bestimmtes Item? Jetzt fangen die an zu spoilern. Ich glaube, wir müssen bald zur Hecke laufen. Das auch nicht. Deswegen sage ich es ja auch nicht. Wir müssen, glaube ich, zur Hecke. Ich werde jetzt hier gespoilert. Ja. Werde gespoilert. Aber es heißt trotzdem Bombardierkäfer. Der bleibt. So, ja, okay, ab zur Hecke. Seid ihr ausgerüstet soweit? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Ich habe keine Gasmaske. Nee, ich habe auch keine mit. Nee. Rüstung reicht. Und Waffen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Zettel. Karin sieht aus wie ein Anflohner aus Monster Hunter. Ja, ich bin unser Tank. Ja, so sieht ein Tank aus. Wenn du dich fragst, wie ein Tank aussieht, so. So? Herr Eiser, bauen Sie sich bitte auch noch einen Tier 3 Hammer? Ein Tier 3? Okay, das erste ist fertig. Ja. Tier 3 Hammer. Ja, ich geb dir die Minzblöcke. Okay, wir müssen jetzt entscheiden. Ja, dafür. Okay, dann ist auch der erste, ne? Ja. Nee. Ja, nein, ins Pink. Letzte Truhe ist es. Ja, der kommt halt nicht, ne? Der interessiert sich null für den Tier-3-Hammer. Ja. Ich wollte mal gucken, was der will. Der will den nicht. Ich glaube, er will den nicht. Ich glaube, er dann will den nicht. Dann musst du die 5 Minzbrocken musst du rausnehmen. Aha. Ach was, nein, jetzt braucht er Spinnenseide.
Das ist das, was Deo jetzt herstellt. Oh. Münzbrockenhammer. Ah, dann brauche ich noch Spinnenseide und Blütenblatt. Ach, das ist das, was Deo jetzt herstellt, die Spinnenseide. Ja. Das heißt, wir haben mehr oder minder gecheatet. Wieso haben wir gecheatet? Naja, weil wir alle schon T3-Hammer haben. Ohne Spinnenseide. Wer stirbt denn da unten gerade? Geht's dir gut da unten? Neue Spinnenseide kann etwas dauern. Also ich glaube, wir sollten schon mal ein bisschen zur Hecke. Ich glaube, da will jemand ums Verrecken zur Hecke. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch. Ich mach mal die Spinne da unten weg. Okay, okay, gut. Da haben sie nichts geändert. Ich krieg immer noch nahezu keinen Schaden. Okay. Ein bisschen mehr, aber es haltet sich noch in Grenzen. Aber das haben die geändert. Guck dir das mal. Oh, 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 oh. Goldspinner, ich. Au, au. Help me. Wie soll ich denn laufen? Das ist doch das. Da ist. Ich bin in einem Netz. Ich wollte euch zeigen, dass das Netz neu ist. Dass sie das Netz neu gemacht haben. Und was macht die 31er? Haut alle ab. Ich bin dann mal weg. Das ist eine Wolfsspinne. Ich bin dann weg. Ja, natürlich. Ich bin dann weg. Ich bin dann weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Anstatt dass hier mal einer von euch, der Tank. Oh oh. Ich tank alles, aber doch nicht eine Wolfsspinne. Warum nicht? Oh oh, oh oh. Bitte, bitte. I'm not finished yet. Ja, jetzt hat's euch. Hoffentlich. Ich bin da auch voll. Accuser hat wieder ja, ich glaub's gerade auch. Doch, nein, hat er nicht. Haut doch drauf, ich tank grad wie so ein Wilder. Haut auf die Spinne. Ja, euer Tank, okay, euer Tank macht mal was, was das tun soll. Ich versuch die ganze Zeit die abzuschießen. Was machst du denn? Okay, okay. Tank, halt mal die Aggro. So, oh, was ist jetzt hier das Problem? So, jetzt wieder mein Pfeilchen. Junge, Junge, Junge. Und was noch geil ist, wenn du die Sachen wieder aufnimmst, du hast die Sachen alle wieder an. Ja? Wieso bin ich rausgeflogen? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Vielleicht war es ein schlechter Tank? Ja, was? Ich hab festgestellt, dass unser Tank einfach scheiße ist. Ja, dann mussten wir den kicken, tut mir leid. Also das geht, also... Sorry, wenn's... Also... Die Mehrheit hat gesagt, nee, ist nicht. Also ich finde, dass Aquarin ein sehr guter Tank ist. Ja gut, du warst nicht da bei der Abstimmung, tut mir leid. Ich komm nicht mehr rein. Wir versuchen nochmal über Dings Ding. Jetzt ist er wieder beleidigt, ne? Er kommt nicht mehr rein. Ja, natürlich bin ich jetzt beleidigt. Was denkst du? Alle anderen nehmen es wie ein Mann, ja? Und der sagt, ich komm nicht mehr rein. Okay, dann Spiel neu starten. Ah, Steam muss das jetzt sein. Ja, never play on Patch Day, huh? Ich glaube auch. Ja. Aber Patch Day war gestern. Das stimmt, ja, gestern war Patch Day. Aber bei WoW gilt das für eine ganze Woche. Das stimmt allerdings. Aber die haben die, was ich euch eigentlich zeigen wollte, die haben die Netze verändert. Ja, das ist mir schon klar. Die haben die Netze verändert. Die sind jetzt elastisch. Also man zieht die quasi so ein bisschen mit. Das ist voll cool. Und hier kann man durchlaufen durch das eine Netz von der einen Seite und von der anderen Seite nicht. Das ist das, was man nicht abbauen kann. Nein, das hier. Wo wir unser Wasser sammeln. Ach so. Kannst du von der einen Seite durchlaufen. Ja, als Ausgang. Aber zurück geht nicht. Das, ist das heißt, man könnte das als Eingang benutzen. Und man kann jetzt hier irgendwie nein, durch. Nur als Ausgang. Ausgang, ja, Entschuldigung. Nur als Ausgang, richtig. Und was kann man? Man kann jetzt eigentlich, das hat mich immer gestört, man kann jetzt eigentlich hier so durch. Sonst war da immer so eine komische Barriere. Unsichtbare Wand, ja, weil es wahrscheinlich, das Model in, also das richtige Model war wahrscheinlich halt viereckig. Model. Aber dass man hier halt nicht durchkommt, ist halt ein Bug, ne? Also, andersrum. Dass man sonst da durchkommt und jetzt nicht, ist ein Bug. Also, irgendwie...
Irgendwie, also eine Richtung ist Bug. So, was ist jetzt mit Akarin? Der versucht gerade reinzukommen. Ach stimmt, ist ja auch mal draußen. Fangt ihr schon mal an, ich versuche permanent jetzt irgendwie zu joinen. Irgendwie wird es jetzt schon funktionieren. Ja, okay, dann gehen wir jetzt Richtung... Weiß nicht, wo wollten wir hingehen? Zur Hecke. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand wäre so heckengeil. So. Ah, okay, man geht direkt in den Dingens-Modus. Also weg vom First Person. Und... Okay, und man geht... Hä? Ich habe immer noch das Spinnennetz-Symbol. Okay, das ist jetzt buggy. Sag mir bitte, die haben das nicht wieder kaputt gepatcht. Naja, nee, ist eigentlich, nee, es ist okay. Du kommst da raus, aber du hast dann genauso wie mit dem Gift, das Gift-Dings noch, ne? Das, so als wenn du noch im Gift stehen würdest, obwohl du nicht drin stehst. Wenn du es aber kaputt machst, dann ist es weg. So, okay. Sollen wir jetzt eben laufen bis zur Hecke? Wo ist die Hecke? Es wird dunkel. Haben die umgestellt? Ja, und? Hast du Angst vorm Dunkeln? Ich kann halt noch immer keinen Tier-2-Hammer bauen. Du brauchst ja einen Tier-3-Hammer. Ich meine, mein ich auch Tier-3. Ja, aber wir müssen warten, bis die Spinnennetze Spinnen gesponnen haben. Bis die Spinnennetze Spinnen gesponnen haben. Sehr interessant. Vielleicht brauchen wir auch nur eine Spinnerei. Für Steo zuständig, für Spinnen. Ich glaube, der hat doch seine Phobie. Wir haben nur einen einzigen? Oder haben wir jetzt mehr? Nee. Ich habe 5-4. Okay, aber er braucht 9. 9. Uff, das ist ganz schön teuer. Bombe? Wieso können wir denn eine Bombe? Dafür brauchen wir noch ein bestimmtes Ei. Ein Federpfeil. Jetzt weiß ich, warum er die Spinnenseide herstellen will. Nein. Eigentlich wegen was anderem. Unser kleiner Robin Hood. Ja. Also ja. Mit der, also ganz ehrlich, mit der Mütze auf sieht er halt echt so aus, ne? Okay, ich will dich eigentlich jetzt spoilern. Nein, darfst du nicht. Müssen wir den Dreier-Dings denn haben? Ein Eichelzaun. Ah ja. Ich hätte es genauso genannt. Ich sag dir aber so, ich will keine Pfeile. Was von falsch. Ja. In der Tat, ich weiß auch nicht warum. Warum benennt man sowas so? Deutsche Übersetzungen sind manchmal so schwierig. Ja. Sehr gut, natürlich. Aber können wir jetzt eigentlich immer endlich eine Tür setzen? Ich glaube, wir können eine Tür setzen. Könnten wir schon sehr lange. Können wir sehr lange schon, ja. Ich glaube, wir können die auch jetzt setzen, ohne dass es backt. Ich gehe mal Unkrautstängel holen. Unkrautstängel? Ja. Bei mir steht da aber Sprössling. Unkrautstängel? Ja, Sprösslinge gibt's halt auch, aber es gibt auch Unkrautstängel. Das ist das, was wir immer gesagt haben, was Holz ist. Ach so. Das ist ein Unkrautstängel. Okay. Ja? Damit das klar ist, wenn jemand beim nächsten Mal einen Unkrautstängel haben will, sagt er Bescheid hier. Da fehlt noch ein Unkrautstängel. Auf Englisch hat es mir besser gefallen. Ja. Und unsere deutsche Übersetzung fand ich auch besser. Ja. Hat jemand Holz? Yo. Nee, Hammer. Ich habe einen Unkrautstängel. Ja, jetzt heißt es, ich habe einen Unkrautstängel. Was ist das? Was denn? Ich gehe mal 2 Grasplatten holen. Was denn? Keine Grasplatten. Jen, kannst du mir eventuell eine Einladung über Steam schicken, dass ich beitreten kann? Achso, das könnten wir noch ausprobieren, ne? Ja, weil ich probiere. Ich habe jetzt alles neu probiert, außer PC-Neustart. Ging das? Ich habe die Einladung angenommen, ja, aber im Ingame passiert einfach gar nichts. Vielleicht musst du die also erst rausgehen und dann in Lobby einladen quasi, dass du dann quasi das Spiel mit dem Gedanken startest, es geht gleich los. Ich starte das Spiel einfach nochmal neu. Haben zu mal Sinnspiele so, ne?
Was ist jetzt mit euch? Bisschen den Verdacht, dass es halt einfach ein bisschen Fettspieler sind. Wir können ja die nicht bei den Folgen können wir wieder ein Faustbattle machen. Ein was? Was? Ein Faustbattle? Sowas ja, machen das, wir doch nicht. Das High-Five-Battle. Nein, sowas machen wir nicht. Niemals machen wir sowas. Also, das wäre sehr, sehr kindisch. Das stärkste extrem. High-Five. Können wir nicht Kinder im Spiel? Bitte? Nein. Einfach Scheiß kaputt machen. Das ist es nicht. Wir sind immer sehr erwachsen gewesen bis jetzt. In jeder einzelnen Folge. Stimmt nicht beim letzten Mal 15 Minuten oder sowas. Wäre das das Beste. Sag nicht, du hast das aufgenommen. Nein, hab ich nicht. Natürlich nicht. Das wäre besser gewesen. Machen wir jetzt Schluss? Ja, wir machen Schluss. Bautz, geht's weiter. Ah ja. So. Soll ich dir nochmal eine Einladung schicken? Probier's mal nochmal. Und? Passiert gar nichts. Okay. Naja, wir machen gleich eh Feierabend, weil wir 16 Minuten schon rum haben. So schnell? Ja, so schnell. Sollen wir nicht noch so ein Spinnending bauen? Aber es macht dann die hier Schönheit kaputt. Der baut mir das halt irgendwo im Keller. Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Das sehe ich ja jetzt erst. Alter, wer findet, also, mal ohne Witz, wer findet das denn auch creepy? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Guckt euch, guck, Isaac, guck dir das, guck dir mal ins Gesicht. Ja, ist mir schon vorhin aufgefallen, das schwarze Augen. Ich hab das halt einfach nur für den Bug gehalten. Stell du dich mal ins Licht? Nee, nicht du, Isaac. So. Du hast auch schwarze Augen. Ja, jetzt hat aber Deo hat jetzt normale. Ich glaube, es ist so ein Schattenbug. Deo hat normale, du jetzt auch. Ich hab normale. Ach, dann ist die Lampe buggy. Die Lampe macht dunkle Augen. Ja, jetzt hat Deo nämlich auch wieder schwarz. Alles klar. Alles klar. Im Dunkeln sind alle Augen schwarz. Ich versteh's. Ja, da geht die Nachtsicht an. Ja, das ist wie im Dunkeln sind alle Katzen grau, ne? Ja. Ist genauso. Einfach ganz genauso. Sehr interessant. Ja, kennst du es nicht? Nein. Draußen ist kälter als. Nee, warte mal, nachts ist kälter als draußen. Ja, die kenn ich schon. Ist genauso, ne? Ist so. Wo du denkst, ja. Bitte. Wer schläft denn jetzt hier schon wieder nicht? Eiser. Achso, und ihr sagt doch was. Ja, wir haben doch gesagt, nachts ist kälter als draußen. Ja, wow! Ich kann ja nicht riechen, dass das heißt, geschlafen. Ja doch, jetzt gehen wir nämlich ins Bett, weil draußen jetzt ist es kälter und jetzt ist wärmer, so. Die ganzen Spinnseiten sind auf einmal fertig. Das gibt also jetzt die Zeit, Magic. Ach was? Ja. Ach, das arbeitet also für uns weiter, das ist aber auch gut. Erst mal direkt neu dran machen. Also ich finde, wir haben jetzt eine ganze Menge Neues erlernt, herausgefunden und so weiter. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Wir gucken dann, dass Akari wieder reinkommt. Das verschollene Kind. Mal. Warte. Also ich tue die in deine Kiste. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt hängen die Wassertropfen auch hier unten. Ich glaube, wir kommen nicht zur nächsten Folge. Doch ein bisschen noch verpackt. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ade, Boshi. Bye-bye. Ich gehe dann mal kurz Zähne putzen.